Seit 8 Uhr rennen. Dabei waren eigentlich schon fast Pfingstferien. Doch die Klassen 5 bis 10 des Gymnasiums Ernestinum in Coburg machten noch einmal fleißig Sport und hatten gleichzeitig etwas Gutes. Pro Runde nämlich erliefen sie das Geld, das Eltern oder Verwandte in einem Sponsoringvertrag vorher angegeben hatten. Alles zugunsten des Vereins Wigwi Heber. Wir engagieren uns für Projekte in Ruanda, in Ostafrika, arbeiten dort mit der Presbyterianischen Kirche zusammen. Das sind Projekte, die am Anfang sehr viel um Essensprojekte, Bildungsprojekte, das heißt Finanzierung von Schulgebühren und Schulmaterialien ging. Und das haben wir jetzt auch ausgeweitet auf zum Beispiel Kauf von Wassertanks mit Kunstprojekten. Jad ist Teil von Wigwi Heber, ein Verein mit Sitz in München. Ursprünglich gegründet wurde er von der Familie Bedford-Strom. Jung und alt mischen hier mit. Wigwi Heber hat sich beim diesjährigen Spendenlauf voll mit eingebracht. Der Spendenlauf des Gymnasiums Ernestinum zusammen mit Wigwi Heber läuft im Rahmen des Projekts Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Jedes Jahr machen die Schüler ein Projekt gegen Rassismus. Jad als ehemaliger Schüler des Ernestinums hat sich an das Gymnasium gewendet. Er unterstützt Ruanda mit verschiedenen Projekten. In diesem Sinne haben wir schon mal im Jahre 2015 an unserer Schule einen Spendenlauf veranstaltet und haben ein Projekt in Ruanda unterstützt. Und die waren sehr dankbar damals dafür und haben auch gesagt, ihr habt alles alleine gemacht. Es wäre doch schön, wenn wir auch dabei wären. Und in diesem Jahr haben wir es ein bisschen anders geplant. Also wir haben gleich gesagt, ja, wir wären gerne bereit, wieder etwas zu machen. Und dann hat aber der Jad gleich gesagt, aber Sie sind dabei. Und sie bringen sich voll mit ein. Das kann man ja heute hier auch sehen. Und die Ernestina von unserer Schule ist dabei, hat die Getränke gesponsert. Der Bäcker Pfeiler hat gesponsert. Wigwi Heber heißt übersetzt, verlier nicht die Hoffnung. Und auch Valentin gibt nicht auf, verliert nicht die Hoffnung, anderen Menschen zu helfen. Er ist dritter Schülersprecher am Ernestinum. Valentin hat den Spendenlauf mit organisiert und ist natürlich auch selbst mitgerannt. Ja, natürlich ist es immer gut, anderen Leuten zu helfen und nicht immer nur an sich zu denken. Und es macht mir auch unheimlich viel Spaß, so Projekte zu organisieren, was Sinnvolles mit meiner Zeit anzufangen und ja, nicht einfach nur irgendwie blöd rumzuhängen. Auch ein Prominenter war Teil des Spendenlaufes, wenn auch nicht direkt vor Ort. Frank Markus Barwasser, auch bekannt als Erwin Pelzig, ist Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage Pate und hat versprochen, 10 Euro zu spenden, da er ja nicht persönlich mit dabei sein konnte. Pro Runde natürlich, die Valentin lief. Da kam einiges zusammen. Sport machen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Die Schüler vom Gymnasium Ernestinum haben sich ihre Pfingstferien ganz besonders verdient.